So, zweite Video zu Vespa. Der Kevin ist immer noch da und zeigt uns im Prinzip ja eine aktuelle Vespa. Ist das ja aktuell oder gibt es schon wieder was Neueres? Es ist dieses Jahr eine neue rausgekommen, die 2019er. Die ist ein bisschen modifiziert worden, die hat ein bisschen mehr Leistung, 2 PS mehr. Sogenannte HPE-Motor, High Performance Engine. Ich bin sie noch nicht gefahren. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich signifikant fühlbar ist. Bei 2 PS gehe ich mal davon aus, dass das sich im selben Rahmen widerspiegelt. Aber okay, das ist im Grunde aktuell und das ist Geschichte. Das ist 82er Baujahr und das ist? 2015, genau. Grundgeschichten sind ja mehr oder weniger versucht weiterleben zu lassen. So eine Backenform hinten. Ja, ja. Unten hier diese der Durchstieg. Also man sieht schon eine Ähnlichkeit. Das war auch beabsichtigt, glaube ich. Also das ist natürlich Tradition, ne? mit der Rahmenform. Die Rahmenform gibt es ja als solches schon seit den 50er, 60er Jahren. Und die ist bei der PX noch mal ein bisschen verbessert worden. Von der PX Alt zur PX Lusso noch mal ein bisschen besser im Mitteltunnelbereich. Da ist also echt was passiert. Dann kam ja noch die Cosa danach. Nicht so beliebt, oder? Die immer die bessere PX gewesen, ja. Aber da haben sie sich wirklich versucht zu verbessern und das ist furchtbar in die Hose gegangen mit der Bremsanlage und so weiter. Motor war im Grunde dasselbe, die Bauteile, die in dem Cosa-Motor sind, kannst du 1:1 in den alten PX-Motor einbauen, das Gehäuse ist dasselbe, fast, bis auf die Aufnahme von der Schwinge und so weiter. Es war immer die bessere PX, ist nie eingeschlagen, hat nie den Erfolg gebracht und ist auch optisch sehr gewöhnungsbedürftig. Wer sie mal gefahren hat, wird sagen, okay, das fühlt sich doch schon deutliches Stück und ein besseres Stück weiter an als die alte PX, ganz klar. Hauptunterschiede jetzt hier, Zweitakter, Viertakter. Ja. Verbessere mich, wenn ich was Falsches sage. Ja. Also Zweitakter, Viertakter, handgeschaltet, Variomatik. Korrekt. E-Starter. E-Starter. Hatten die auch. Aber nicht bei dem Baujahr, oder? Nicht, nee, ab 84, 85 kam das, ab den Lusso-Modellen kam dann auch E-Starter dazu. Ganz furchtbar unbeliebt bei Rollerfahrern. Okay. Ja, der Kickstarter ist genau das, was die Vespa halt auch ausmacht. Ne? Also war bei den Vespen nicht so beliebt, der E-Starter. Okay. Ist hier natürlich was anderes. Hier ist halt, wir reden hier über Steuergeräte, da gibt es ja keine Steuergeräte, ja. Da gibt es einen Spannungswandler, der dir die bis zu 57 Volt aus der Zündung halt runterbrutzelt, damit deine Experten glauben, es wäre ein Scheinwerfer. Ich würde sagen, da kannst du dir auch ein Teelicht den Scheinwerfer stellen. Das stimmt. Mehr passiert da nicht. Also auch da hat sich viel getan. Solltest du vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass wir da vielleicht auch eine H4-Birne einbauen oder einen Scheinwerfer mit einer H4-Birne, weil dann siehst du auch mal vom Roller, was passiert. Okay. Die Optik muss auf jeden Fall so original wie möglich sein. Ja, ja, ja. Das wird auf jeden Fall passieren, aber das war halt, zu der Zeit war es okay. Das hat sich natürlich irgendwann alles überlebt. Ist ein Oldtimer, ist noch ein Jahr älter wie ich bin. Ich bin 83er Baujahr. Ja. 82er Baujahr, Tim. Wer hat sich jetzt besser gehalten, ne? Wobei die noch in sehr, sehr guten Zustand ist. Sagt nichts Falsches. Hat sie auch mehr Pflege wie die bekommen. Das müsst ihr unter euch ausmachen. Ja, das ist halt hier modern. Das ist auch was für jeden Tag, mehr oder weniger. Ja. Und man möge mir das wirklich verzeihen, ich bin wirklich Hardcore-PX-Fan. Ja. Das da ist meine Liebe. Ich habe auch diverse Umbauten gemacht für mich, für andere Leute. PX ist einfach mein Moped. Ich meine, wer eine PK kennt und weiß, bei einer PK den Vergaser einzustellen, da brauchst du entweder 27 Gelenke im Unterarm, bis du am Vergaser bist, oder du kaufst dir eine PX. Den Vergaser nehme ich nicht im Rahmentunnel, beziehungsweise im Rahmen. Du hast hier bei einer PX einfach mehr und besseren Zugriff. Bei einer PK ist das nicht so gut gewesen. Und deswegen gilt meine Liebe der. Und dann ist etwas passiert, bevor ich ausgegangen bin, dass es nicht passiert. Ich bin die gefahren und habe die gut gefunden. Das Wort passiert aber. Ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn du gleich mal deinen Helm holst und mal fährst und dann mal wirklich ganz objektiv mal raushaust, wenn du wieder ankommst, das Ding abstellst, dann mal einfach mal unverblümt sagst, geil oder nicht geil. Weil ich finde sie wirklich geil. Du setzt dich drauf, du machst sie an, du kannst halt auch über die A, was weiß ich, 2, bei mir ist da oben die A2, auch mal 100 Kilometer hart am Gas über die A2. Also ich habe mich noch nicht getraut, Autobahn zu fahren. Ja, genau. Das ging mir auch so. Ne? Also man darf, ist ja ein großes Kennzeichen, ja. Aber ich habe mich nicht getraut, auf die Autobahn zu fahren. Wahnsinnig. Das, was die Lkw-Fahrer mit dir machen. Kann ich das demnächst?
Je nachdem, welches Konzept wir nehmen. Ja, das geht schon. Aber die Lkw-Fahrer sind halt auch nicht so ganz entspannt immer, wenn so kleine... Die Frage, ja, musst du halt 100 fahren, ne? Ja, das würdest du schon tun. Aber ja, es ist auf der Autobahn mit so einem Zweitakter. Das ist, du wirst das noch kennen von früher. Man hat latent immer Werkzeug dabei, Ersatzzüge und eine ADAC-Karte. Ich hoffe, die hat mich noch nicht einmal im Stich gelassen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wenn wir früher zu Runs gefahren sind, so in den 90ern, dann hieß das Motto immer nur, Hauptsache wir kommen an. Zurück kommst du irgendwie, nur du musst es bis da schaffen. Wenn die Karre da verreckt, ist egal. Da gibt es so viele Jungs, die dir helfen. Das ist auch eine Riesengemeinschaft. Du kriegst die Karre auf jeden Fall wieder nach Hause. Aber hinkommen, das war das Allerwichtigste. Wenn du nicht hingekommen bist, wo du willst, das war eine Katastrophe. Ich würde Folgendes machen. Ich hole mal eben meinen Helm. Und du kannst noch ein bisschen was zeigen. Ja? Können wir machen. Macht ihr das so? Ich habe ja gesehen, du hast mir gerade schon alles erzählt. Felgen anders, hier anders, Variomatik anders und so weiter. Mir ist das eh zu viel jetzt gerade. Ich will einfach nur mal fahren. Du kannst noch mal ein bisschen zeigen und ich kann mal meinen Helm holen. Ich bin gleich wieder da, Tim. Ja, also es ist wirklich, hier stehen zwei Generationen von Rollern. Das ist im Grunde nicht miteinander vergleichbar, außer dass der gleiche Name dran steht. Hier habt ihr halt einfach die Vorteile von einem Viertakter, der völlig souverän fährt, der euch im seltensten Fall im Stich lässt. Spritsparsamkeit ist natürlich da. Man muss das ein bisschen pflegen und ein bisschen Sorge tragen dafür, dass das Ganze vernünftig in Schuss bleibt, wie im Grunde bei allen Motoren oder beziehungsweise bei allen Fahrzeugen, die man fährt. Hier habt ihr halt die Vorteile, dass ihr ein vernünftiges Licht habt, ihr habt ABS, ihr habt Scheibenbremse, ihr habt, wie gesagt, Anti-Schlupfregelung. Ich habe jetzt hier bei mir noch auf 13 Zoll umgebaut. Original sind 12 Zoll Felgen verbaut, was wirklich merklich auch auf die Fahrstabilität sich im Grunde positiv auswirkt. Wasser gekühlt, klar. Also das heißt, Hitzeprobleme, wie ihr sie bei der PX80 oder 125 oder 200 hattet, wenn es warm war, kennt ihr hier im Grunde nicht. Muss man halt immer Wasser noch kontrollieren. Es ist eine grundsolide Nummer. Also da irgendwas zu sagen, dass sie schlecht wäre. Ja, es gibt auch ein paar Punkte, die nicht so gut sind, aber da kann man wirklich sich dann im Detail verlieren. Ist ein bisschen viel Plastik dran, aber das ist natürlich auch, da kommt er. Das ist natürlich auch den neuen Produktionsmöglichkeiten auch geschuldet. Ne? 22 PS, Variomatik. Ich habe hier noch ein bisschen an der Variomatik was gemacht. Das ist eine Malossi-Variomatik, die vom Ansprechverhalten her ein bisschen besser ist. Und das ganze Moped, sagen wir mal, so zwischen 0 und 80 einfach viel besser nach vorne schiebt. Da habt ihr einfach ein bisschen mehr Spaß beim Fahren. Leistungsmäßig ist da nicht viel zu holen. Das wird ja nicht 2-3 PS reinbringen, sondern du wirst einfach durch die Schaltpunkte der Variomatik wirst du einfach gefühlt, geht es ein bisschen straffer nach vorne. Ja? Was hier auch ganz schön dran ist, Spiegel. Also es gibt ein Zubehör ohne Ende. Vielleicht können wir das mal, wenn wir beim Scooter Center sind in Köln, können wir das mal vielleicht auch nochmal. Das wäre überhaupt die Idee, dass wir mit den Jungs vom Scooter Center mal sprechen. Die haben einen Demonstrator. GTS, also neueste Generation mit so wirklich allem, was geht. Also sowas. Ja, aber in Schönheit. Ne? Ich habe halt eine rote. Rot ist eine Katastrophe und dann hatte die auch nur überall Chrom. Sah ganz furchtbar aus. Ich finde aber rot geil. Rot ist Tampon. Rot geht, aber du musst was dran tun. Als ich die bekommen habe, ich habe die nur gekauft, weil sie günstig war und weil sie wenig gelaufen hatte. Und da war mir klar, da muss ich was dran tun. Jetzt weißt du, was mir jetzt gerade wieder auffällt? Hä? Ich will ja nur im Block fahren. Jetzt habe ich nur eine Jacke kurz drüber gezogen. Weißt du, was ich nicht kann? Ich kann nicht ohne Handschuhe fahren. Ich muss immer Handschuhe anhaben. Okay. Ich weiß nicht warum, ich kann nicht ohne Handschuhe. Ich habe immer das Gefühl, wenn was ist, dann guck dir vorher an, ob du mit dem Bremshebel hinkommst, sonst können wir die Distanz noch verstellen. Ach, das wird schon gehen. Ne? Und was mir auffällt, Tim, mein guter Helm von früher, von der R1-Zeit hier, ne? Der hat seine beste Zeit auch schon gesehen hier unten, ne? Wenn ich mir das so angucke. Siehst du das? Guck mal hier. Ja, als wenn ich das angefressen hätte. Aber der war ein guter Helm. Der war so ein Edition-Helm früher. Solange du den auch nicht auf den Boden schmeißt, bleibt das auch ein guter Helm. Ja, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Und weil ich festgestellt habe, ich habe damals ein paar Kilo weniger gewonnen. Och, der Kopf wird dicker. Der ist eng geworden. Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Der ist eng. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, ist das. Ja, dann los. Brauchst du noch eine Einweisung? Ich setze auf, kannst du mir immer noch einweisen hier. Also ins Krankenhaus gleich.
Oder welche Einweisung meinst du? Ja. Gas. Oh, das hat eng. Das ist schon länger her, wo ein Helm auf hat. Emma, was trägt man denn beim Vespa-Fahren für einen Helm? Für einen Helm oder für ein Hemd? Für einen Helm. Am besten einen, der dich schützt, ne? Also bei Sicherheitsfragen, da mache ich persönlich nicht lange rum. Ne? Das muss. Was für ein Helm hast du auf? So ich, voll? Ich, ja, oder? Ich habe einen HJC Monster. Ja, das sagt mir nichts, aber einen vollen mit Visier. Gibt ja Leute, die fahren ja, ja. So eine Eierschale. Ja, das ist aber gefährlich, wenn du dich dann ablegst. Ist tatsächlich ein Freund von mir passiert, der hatte eine Schale und der hat sich abgelegt und hat mit dem Kinn auf der Straße gebremst. Ja, das war vor 30 Jahren. Der hat die Teerspuren immer noch im Kinn. Also das kannst du dir überlegen, ob du das willst. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt meine Handschuhe sind, die ich hier anziehe. Die sind zu eng. Ich glaube nicht, dass das meine Handschuhe sind. Ich glaube, von Laura die Handschuhe an, Tim. Volleder, oder? Ja. Ich musste meine auch so ein bisschen pflegen, damit die weich bleiben. Oh, das sind doch nicht meine Handschuhe. Wenn du gleich aufrecht sitzt und hier rausfahren willst, solltest du vielleicht noch das Tor aufmachen. Ich muss die anderen Handschuhe holen, Hilfe. Ich komme gleich wieder. So Tim, sind wir soweit? Wenn das wirklich Spaß machen sollte, was ich noch nicht weiß, ja, dann fahren wir mal nächstes Mal mit GoPro dran oder so. Was hältst du denn davon, Tim? Halte ich viel von. Was zeigt das Ding denn an? Aber 12 Uhr? Ja. Du kannst dir natürlich die Leidenschaft geben, die Uhr einzustellen, aber da ich die ja im Winter zerlegt habe, Batterie raus und so, mir ist egal, wie die Uhr ist. Ich bin noch mal weg, ne? Bisschen langsam Gas geben in der Test. Bis gleich. So, ich bin jetzt nur eine kleine Runde gefahren, ne? Also Gewerbe raus, mal ein bisschen einmal Vollgas und so weiter. Ja. Und es ist dasselbe wie mit Autos. Ich vergleiche jetzt mal einen Golf 7 mit einem Golf 2. Der Golf 7 ist wie diese Vespa in allen Belangen der Vespa überlegen. Wie der Golf 7 dem Golf 2. Es wäre schlecht, wenn das nach 30 Jahren nicht so wäre. Die kann alles besser. Ja. Aber für mein persönliches Empfinden. Ich weiß, was kommt. Mir fehlt die Emotion. Ja. Einmal die Variomatik, die natürlich für jeden besser ist. Du brauchst da nicht am Griff schalten. Aber es ist langweiliger. Ja. Es fährt gut, es bremst geil. Aus dem Stand macht auch richtig Bock. Es schiebt und dann denkst du dir, wo ist der nächste Gang? Und dann dreht die einfach nur langsamer. Die fährt da ihre 100... Wie schnell fährt so ein Ding überhaupt? Ich bin mal 110 jetzt vom Gas gegangen. Also mit mir fährt die problemlos. Hängt tatsächlich auch so, ob du eine Scheibe hast oder nicht. Das kostet dich nochmal ein paar. Wenn du keine hast mit Scheibe, kommst du nochmal auf 5-8 km/h mehr. Also ich fahre mit dem Ding 130. Ja, ohne, dass ich mich auf den Lenker legen muss. Aber sieht sich natürlich jetzt oben raus auf. Ja, ja, klar. Und dir fehlt was. Dir fehlt diese Emotion. Vielleicht ist es einfach, dass da Oldtimer ist. Dass diese, die Geschichte damit dran hängt. Das ist mit Sicherheit das Bessere zum Rumcruisen und jeden Tag fahren. Aber für dieses, im Kopf passiert ja Folgendes, du sagst, du wirst ein Eis essen. Versetz dich auf die Dings. In deinem Gehirn werden die Fernseher wieder ein bisschen mehr ins Schwarz-Weiße. Alles wird älter, die Zeit bleibt stehen. Du hast eine andere Musik im Kopf und fährst zu einer Eisdiele. Und wenn es nur der Geruch ist. Genau. Hier ist es einfach, wir sind in der heutigen Zeit und jeder erwartet, so wie wir mit Handys auch erwarten und verfährt, dass alles das Nonplusultra ist. Ja, ja. Und du setzt dich hier drauf und die macht genau das, was du erwartest, aber es flasht dich nicht mehr. Ja. Es flasht dich nicht mehr. Wir sind vielleicht auch alle zu verwöhnt dafür. Also es gibt mit Sicherheit auch, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Ding mit 50 PS wiederholen. Ich glaube, dann reißt es richtig geil. Vielleicht sollten wir da mal was machen. 50 PS. Ja, nicht 50 PS, aber vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir da was machen können. Ja, mit Sicherheit. Also ich habe jetzt nicht geguckt, weil du gesagt hast, es gibt da was mit Softwareoptimierung und so für, habe ich mal ganz kurz mal gerade die Google angeschmissen. Ich mache mich da mal schlau, ob da was geht, ob man da was machen kann. Ich habe auf der Stelle so ein, zwei Sachen gefunden dazu. Wäre mit Sicherheit auch interessant, bin gespannt, wie sich das dann fährt. Können wir machen. Aber jetzt so auf dem ersten Ding fehlt mir Emotion. Optik finde ich geil. Warte mal ab, mit dem wir mit der fertig sind. Dann wird das wahrscheinlich noch deutlicher. Ja. Weil dann hast du nämlich das Gefühl, dass du mit deiner rechten Hand auch was bewegen kannst. Weil hier passiert schon was, das ist okay. Reißt nichts vom Teller? Du erwartest auch nichts. Du erwartest 82, du fährst mit dem Oldtimer und du bist froh, dass der überhaupt so fährt. Ich bin sie gefahren, die fährt wirklich erstaunlich gut. Also muss man sagen,
bis auf die Bremsen. Ja, aber ist es wirklich so? Und hier fehlt mir... Tim, das wäre wirklich für dich, ich glaube schon, dass du sagen würdest, ja, ist doch geil, fährt doch. Hab ich doch gerade schon Schieb gesagt. Los, ja. Aber... Naja, ich weiß, was du meinst. Ja, das, deswegen liebe ich die Dinger auch. Ist einfach so. Aber wer viel Roller fährt, wenn ich jetzt in der Großstadt, in City wohnen würde und bis jeden Tag fahren, ist wohl ganz klar, dass die Geschichte hier liegt. Ein Herrenroller. Ne? Ich nenne ihn liebevoll meinen italienischen Krankenfahrstuhl. Ich stehe drauf, ich mag sie, es kommt an der PX nicht ran. Ich fahre seit 91 Roller. Aber ähnlich, ihr werdet mir verzeihen, ähnlich ist er bei Porsche. Ein Porsche von heute hat nichts mehr mit einem 964, 993 zu tun. Das ist alles besser, aber das war Handwerk. Musstest du am Lenkrad noch handwerklich was machen. Und der Porsche fährt heute, du kannst jeden da reinsetzen, den 18-Jährigen, der fährt mit dem Ding, der fährt nach Aldi, der fährt zum Einkaufen, der fährt überall hin, du kannst alles damit machen. Selbst so, beim Tim ist so die Grenze, 997 ist für mich schon fast schon wieder zu modern, weil es fängt da schon an, Knöpfchen hierfür, Knöpfchen dafür, ach, wir haben Sport Chrono, wir haben das Knöpfchen, wir können hier LED anmachen, wir können das machen. Hier ist so gerade die Grenze, 996, wenn du damit fährst. Ja, du hast keinen Knopf, du hast eine blöde Beleuchtung da drin, du hast kein LED, kein nichts. Das ist so für mich die Grenze und dann auch Stückzahl. Guck mal, wie viele Porsche heute von einem Modell gebaut wird, das ist einheitsbar. Und ähnlich ist es ja hier auch. Es muss sich ja verkaufen, damit so eine Firma überhaupt leben kann. Es spricht halt den Massenmarkt an, ganz klar. Ja, du kannst mit Sicherheit, wie viele Kilometer haben die im Netz runter? Wie viele Tausend? 50, 60, 70.000 fahren die doch locker. Also problemlos findest du im Netz Roller, die 30, 40, 50.000 runter haben. Und die sind auch recht wertstabil. Also das ist kein Problem. Man muss den Dingern halt genau wie allen anderen auch die Liebe und die Wartung geben, die sie brauchen. Ne? Wer nur draufsteigt und immer nur am Hahn dreht und kein Ölwechsel, kein nichts macht, der darf nicht erwarten, dass die Vespa, die schon mal gleich gar nicht, aber die dir dann die gleiche Liebe zurückgibt. Das kannst du vergessen. Wie ist so ein Serviceintervall bei so einem moderner Vespa? Da gibt es jetzt nichts. Also so, Kilometer oder Jahr? Ja, Kilometer. Kilometer, also 1000, 6000er, 9000er, 15000er, 20000er, da gibt es schon im Serviceintervallheft, kannst du das also nachlesen. Also steht so 5000 Kilometer Intervalle? Ja, ich glaube bei der sind es so um die 5000. Okay. Ja. Ich habe jetzt die 15000 habe ich jetzt selbst gemacht, die nächste ist tatsächlich bei 20000, ja, also 5000. Bist du gut mit drin. Je mehr Liebe, je mehr Wartung, desto länger. Ganz klar. Also damit beschäftigen wir uns nochmal. Vielleicht kommt da auch ein bisschen Liebe von mir. Aber jetzt so aus dem Stegreif wäre das nicht mein Ding, wo ich jetzt sage, lass uns mal tauschen. Also ich bin im Moment froh, dass der Uli hier steht. Der wird schön. Ja, der wird richtig gut. Ja. Also wir packen ein für heute. Ja. Du guckst dir alles an. Mache ich. Unser nächstes Date ist dann in Köln. Ja, ich komme vorbei, komme die... Die abholen. Die abholen. Und dann habe ich mir auch einen Kopf gemacht. Dann besprechen wir mal... was wir dann so einkaufen wollen und dann fahren wir es holen. Machen wir so. Ja? Ich danke dir für deinen Besuch. Gerne. Und ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Das ist halt jetzt nichts, was für uns hier mit der Firma zu tun hat. Ich habe besonders viel Spaß drin. Tim schüttelt immer noch mit dem Kopf so ein bisschen im Hintergrund und sagt sich, was macht ihr da überhaupt? Lass mal lieber was essen gehen, statt mit der Roller hier rumzuspielen. Aber so ist das halt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt, auch wenn es viel Quassel einfach diesmal war. Aber für mich sehr interessant, weil für mich absolutes Neuland. Aber macht Bock. Und es riecht geil. Und wir müssen dann auch so spitz. Ich muss mal wieder Kartöl holen, damit das Ding noch mehr stinkt. Da gibt es so ein ganz besonderes Öl, was in der Historie mit diesem Roller unfassbar gut ist. Da gab es TTS, hieß das von Castrol. Mhm. Das war so rötlich. Mhm. Oh Gott, wenn du da hinter den Roller hinhergefahren bist, das war... Tipp, ich kann mich daran erinnern, 125, also mit 16, du hast die ersten Freundinnen so gehabt und die Eltern von denen haben sich auf... Du musstest die Jacke... draußen lassen, im Flur. Und du selber hast das überhaupt nicht gerochen. Das war wie Parfüm. Das war wie Parfüm. Die Leute haben, es war wirklich so, dass wir Spaß gesagt haben, die Kumpels, die haben alle zwei Tage dafür, die haben alle Öl gefahren. Du konntest riechen, ob einer in der Nähe ist. Ja, aber genau so war es. Ja, es war wirklich so. Du hast gerochen, ob einer von deinen Kumpels auf dem Umfeld, weil wir alle dieses Öl gefahren haben und du hast diesen Geruch sofort in der Nase. Und ich glaube, den brauche ich mal wieder. Ich glaube, den brauche ich. Das machen wir. Muss die Jacke halt hier in der Werkstatt bleiben. So, wir sind raus. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.